Hallo und herzlich willkommen zurück zu Slime Rancher. Upala. Was ist denn hier los? Ihr habt alle fürchterlichen Hunger. Oh nein. Okay, dann wollen wir mal die kleinen Süßen füttern. Los! Fresst ihr Süßen! Doppelpoop, weil sie so glücklich sind über die Herzdinger. Juhu! Karatschen, die stehen. Finde ich lustig, wenn man neu lädt und die Karotten fertig sind, dann stellen sie sich hin, anstatt umzufallen, wie sie es eigentlich normalerweise tun sollten. Finde ich witzig. Noch mehr für euch, ihr süßen kleinen Hungrigen. Total süß. Mega süß. So. Die Kleinen haben auch Hunger. So. Früchte, wir will Früchte? Also gar nicht. Ihr wollt auf jeden Fall Hühnchen, das ist klar. Das ist klar. Wie viele Hühner haben wir denn? Gar nicht mal so viele, glaube ich. Drei. So. Mal gucken, ob das reicht, aber ich glaube nicht. Wir müssen mal ein bisschen noch durch die Gegend gehen. Und ja. Hennen. Oh Gott, was machst du denn hier? Nein! Komm wieder her! Lass das! Aber wir brauchen ein R-Netz. Hallo? Oh oh. Nicht abstürzen. Nicht abstürzen. Danke. Und purchase. Und weiter geht's. So. Die Hühner. Wir könnten mal. Ach, wir brauchen dringend mehr Geld. Wir müssen warten bis. Wow. Das ist mal eine Menge. Plurk. Ja. Da können wir erstmal ordentlich verkaufen. Was haben wir denn hier? Die will ich ja gar nicht abgeben. Vor allem nicht 12 Leuchteviecher. Was soll das? Hallo. Hier habt ihr ein bisschen was zu essen, die süßen kleinen Tinten. Wir brauchen auch dringend ein Nährnetz. Die springen auch ganz schön hoch. Finde ich nicht okay. So, wir haben... Oh, sogar ein bisschen besser heute der Kurs. Finde ich super. Dann können wir jetzt heute mal richtig, richtig fett Kohle scheffeln. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe zwischen letzter Folge und dieser Folge was gemacht gehabt, aber frag mich nicht mehr was. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Schon eine Weile her. Ich musste noch so viel anderen Shit aufnehmen, weil momentan ja so viele geile Minecraft-Projekte am Start sind. Oh, shit. Shitty shit. Da sind die Felder leer gelaufen. Ohne dass ich es mitgekriegt habe. Eine Karotte noch, ja. Gut, dass ich die eine noch hatte. Okay, Karotten kriegen wir überall, aber trotzdem. Ach so, nee, jetzt ist noch Karotte. Okay, das stimmt. Grünes Gedönse da, aber. Nee, Hartbeete ist noch da, aber Karotten nicht so. Immer noch hungrig oder geht bei euch? Geht. Ach nee, sind teilweise noch hungrig. Wo ist denn eine Hungrige von gerade? Die armen Viecher. Okay, warte mal, haben wir. Was haben wir denn hier an Obst? Was wir entbehren können? Entbehren, ha! So, eine muss drin bleiben. For the safety reasons. Hier haben wir noch die Früchte. So, die können wir alle hier reinballern. Haben die schon einen Autokollektor? Nee, ich glaube nicht, was? Dann machen wir hier mal erstmal einen Autokollektor rein. Autokollektor, Blödkollektor. Yes. Wunderbar. So, und dann holen wir mal die ganze blaue Kacke ab. Ups, bevor der Preis wieder sinkt. Ich meine, ein Dollar mehr pro Kuh ist schon okay. Wie schaut's hier aus? Hier haben wir auch noch keinen Autokollektor, oder? Doch, habe ich wohl. So, die ist richtig viel gerade wert, glaube ich. Sogar 20 oder so. Das muss man nutzen. Wir müssen gleich dringend Hühner sammeln gehen. Die sind echt hungrig, die Tierchen. So viel blaue, meine Güte. Aber die bringen halt auch richtig viel Blut, ne? Einer ist da ganz schön unglücklich. Du bist ganz schön unglücklich. So. Aber ich bin glücklich, dass ich so viel Geld mache. Aha. Von daher, kein Problem. So. 16 und wie viel gibt es für die... Ja, 20 für die Katzenteile. Wunderbar. Money rain. Woo.
Gefällt mir. So, ihr habt genug Zeugs, ne? Ja. Hartbeeren, die kann ich noch verfüttern gehen hier an die kleinen Unglücklichen. Oh, guck mal, wie sie springen. Ist das nicht süß? Es ist mega süß. Oh, so toll. Habe ich jetzt noch genug Platz für ihr Pudelgedönse? Ich mache das hier mal leer, weil sicher ist sicher, da kommt nämlich jetzt eine ganze Menge wieder dabei raus. Wow. Ich habe einfach zu viele davon, ne? Das ist der Wahnsinn. Schon neues Angebot? Nein. Verdammt. So, aber was wir jetzt machen werden, ist, wenn ich hier ein Auto, eine Autofütterungsanlage, heißt aber nicht, dass sie automatisch Futter kriegen. Also ich muss es schon herstellen, oder? Wir können es mal eben kurz hier probieren. Also, Autofeeder, Drop Food für von der Deposit, okay. Gut, gut. Solar Shield brauchen wir nicht, Music Box. Okay, das ist okay. Nee, nee. Passt schon. Dann gehen wir mal sammeln. Oh, aha. Zwei Katzenpup, zwei Leuchtepup. Was wollte ich? Ich wollte hier hinten. Hatte ich hier hinten eigentlich irgendwas an Viechernkram? Ich glaube nämlich nicht. Dann würde ich nämlich hier hinten mehr Farmen hinbauen. Aber wir sollten natürlich erstmal eigenen Garten leeren, weil hier ist nämlich auch die Population ganz schön groß geworden. Das ist wunderbar. Wo sie mit den Pink Slimes da rumschlagen. Schlürf, schlürf, schlürf. Paradies, Hühnchen. Entschuldigung. So. Schlürf. Sehr schön. Okay, hier ist ein Gehege. Dann können wir mal. Ist hier oben noch irgendwas? Nö, ne? So, hier haben wir hier 1, 2, 3, 4. Dann würde ich glatt sagen, das demolischen wir und machen dafür einen Garten. Purchase. Und was gibt's hier? Vogelfrüchte. Und dann würde ich auch sagen, dass wir drüben mal die Farmen, die wir haben, aufwerten, weil wir können natürlich auch noch pushen durch Upgrades und Co. Ja. Ist schon Airnetz? Nö, ne? Das ist natürlich auch mal eine gute Sache. Einmal, damit ihr sicher seid, beziehungsweise ich sicher für euch. Ha. So, und dann brauchen wir mal hier. Nutrient Soil. Max Harvest. Absolut. Sprinkler. Always water making grow twice as fast. Ja, auf jeden Fall. Ach, wie cool. So, wie viel haben wir noch hier übrig? Hier können wir noch einmal Nutrient Soil. Wunderbar. So sehen die Beeten aus, wenn sie wachsen. Ah, nee, das ist das Nutrient, ne? Ja. Okay, was habe ich noch? 156, das reicht jetzt nicht. Ja, ich muss mal die Kleinen füttern hier, die sind noch echt hungrig. Oh, hungrige kleinen Katzentierchen. Da streiten sie sich um das Huhn, oh Mann. Ah, Karottens. Und Pogo-Früchte kriegen wir da hinten. Guten Appetit. Hi. Ach ja, wir können ja dann den ganzen Pup, den wir hier gekriegt haben, direkt wieder verkaufen gehen und uns ordentlich freuen. Die Hühner müssen auch noch upgraden, dass sie vor allem mehr abschmeißen, damit die Kätzchen nicht verhungern müssen am Kleinen. Wow, wow, ganz genau. So. Erstmal High Walls. Und twice as fast. Twice as fast.
Wobei, das haben wir es ja nicht. Deswegen muss er den restlichen Pilot hier rausholen. Die machen aber auch Drachenviecher. Der Wahnsinn. So, hier kann man auch noch das Zeug rausholen. Jawohl. Und das pinke Zeug haben wir auch noch. Hui! Da stapeln sie sich wieder. Die sind so klein. Stapel, Stapel. 47. Ich hab immer noch Hunger. Was ist los mit denen? Ewig hungrige Viecher. Meine Güte. Ups. Ach, daneben. Halt, komm zurück. Kein Ziehwasser getrunken heute Morgen. Oh Gott. Komm her. Du aber. Und zwar nicht so viel wert heute, aber naja, besser als gar nichts. So. 220 von Katzendingern und noch eine Menge von dem Zeug. Oh yeah, ups. Holy moly. Ist schon wieder Abend langsam? Meine Güte, es war ein sehr schneller Tag. Okay. Gut, gut, gut. Auf jeden Fall noch alles verkaufen. Dann können wir uns doch mal gerade eben kurz für uns selbst auch was gönnen. Und zwar, wie viel kostet das? Tankmodul 2, 500. Nämlich. So, haben wir hier noch was drin? Hallo! Nee, ist alles leer. Gut, gut. Ist alles gut? Ja, ne? Was ist das? Ist ja eklig. Hauptsache, die wachsen schneller und denen geht's gut. So. Blöd. Sehr schön. So, dann gucken wir mal bei den Hühnchen mal, wie es da ausschaut. Vitaminer. So, jetzt habt ihr mal wirklich hier alles der Welt, ne? Also euch sollte es jetzt auf jeden Fall richtig gut gehen. Kann ich hier nicht noch High Walls machen? Aber ich habe doch High Walls eigentlich gehabt, oder nicht? Ach, keine Ahnung. Die Karotten sind schon wieder reif, das gibt's doch gar nicht. Das ist wirklich fix. Finde ich gut. So. Haben wir alle? Haben wir alle. Jawohl. Immer noch immer hungrig, ey. Stimmt. Huch. Da fliegen sie ins Netz. So. Was kann man jetzt hier noch holen, falls noch irgendwas übrig ist, weil. Oh ja. Auf jeden Fall. Aber sowas von. Pinken will ich nicht. Ich will die Karotten, ich will das. Ich will euch. Bevor die gefressen werden hier. Ganz genau. Wo ist es hin? Huch. Okay, dann werden sie da schon alle gefressen. Komm her! Ich will nämlich die Dinger auf jeden Fall haben. Oh Gott. Oh Gott. Alter, wie viele sind das? Komm zurück. Wow. Das sind verdammt viele. Können wir behalten, wa? Die Hände kommt weg und das nehme ich mit. Oh yeah. Ja, ja. Ja. Interessant, interessant. Kleine dicken Viecher. Was war das? War das ein goldener Blob? Habt ihr da was Goldenes fliegen sehen? Das ist an der Wand zerplatzt. Wow. Okay. Interessant. Sehr interessant, mal hier nachts rauszugehen. Definitiv. Boah, hier liegt auch so viel Pup rum. Das ist hart. Da. Ah, ne. Das waren nur die, oder?
Ich weiß nicht, es war golden. Ach ja, wieder kann ich nicht. Wow. Eiskalt gefressen. Okay. Das ist wieder Dünger, den wir da hinten drin haben. Ist ja alles gut? Ich denke schon. Sieht zumindest sehr gut aus. Okay. Oh Mann, aber das kann ich wirklich mal wegtun. Dafür ein paar Hühner mitnehmen. Aber wachsende Hühner, falls ich noch welche übrig habe hier irgendwo. Ein dicker blauer? Oh nein! Da haben sie wieder einen zu viel gefressen. Ups. Schnell weg hier. Ja, das passiert, wenn man, wenn so ein zweifarbiges Vieh eine weitere Farbe frisst, die es nicht fressen sollte. Dann gibt es nämlich Regenbogenchaos. Da ist immer so ein Regenbogenchaos. Mit dem Blauen ist halt gerade ein bisschen blöd. Jetzt sind sie überall. Verdammt. Oh, Gott. Aua, aua, aua. Lass mich durch. Sack. Das ist ein bisschen blöd. Okay. Aber wir haben sehr viele von denen. Finde ich gut. Und es kommen immer mehr. Das ist der Wahnsinn, wie viele das sind. Heftig! Wir müssen auch noch irgendwo einnisten. Lassen. Tja. Hier, produziert Sachen. Los, los, los. Wunderbar. Okay, wohin damit? Ich habe jetzt momentan sowieso gerade gar kein Geld, um das zu machen. Ja. Früchte sammeln gehen. Und die ist dann behalten. Wäre cool, wenn man noch mehr Slots kaufen könnte für die Hotbar. Das wäre praktisch. Naja, nicht schlimm. 24 wäre der E-Pub gerade wert. Ja. Passt schon. Ich könnte natürlich auch. Weil dafür habe ich gerade trotzdem nicht genug Geld. Und zwar, Pinkslime-Gehege zu dem Gehege umbauen. Warum nicht? Wir haben ja genug Pup eigentlich. Weil die leuchtenden Dinge sind natürlich etwas rentabler als die pinken. Absolut. So. Dann kommt mal her, ihr Pinken. Ihr werdet abgeschoben. Es tut mir leid. Ein bisschen. Komm her, komm her, komm her, komm her. Jo. Sonnenschild. Solarschild. Boah, so viele. Oh mein Gott. Das sind viel zu viele. Holy moly. Wow, das leuchtet. Wow. Das ist hart. So. Gut, dass ich den zweiten Pogo-Fruchtbaum habe. So, bitteschön, guckt mir hier, was ihr nur kriegen könnt. Kommt da oben runter. Dankeschön. Meine Güte. So. Hühnchen, euch geht's gut, ja, ne? Schön. Wie geht's euch? Ihr seid hungrig wie sonst was. Das tut mir leid. Wow. Oh, sie wollen hier alle raus. Armen Viecher. Oh. Okay. Achso, das Ding muss ich auch noch upgraden, wa? Sprinkler. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir mal den Tag zu Ende und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, ciao, ciao!